Und jetzt? Nee, immer noch nichts. Elendes Mistding. Jetzt? Ha? Luftdruck ist 1074. Ja, also. Jetzt passt aber auf, du machst das kaputt, Tanja. So, was sagst du, Mama? Das gleiche wie vor 4 Stunden. Kinderkram. Kann ich jetzt zum Volleyball? Nix da. Luftdruck. Oh. Na, hopp, hopp, komm. Ja. 1073. Ha? Temperatur? Keine. Wie keine? Ja, da steht wieder nichts. Ach komm, das muss ich jetzt anders machen. Nee. Den Kasten nehme ich ganz auseinander. Gib mir mal einen Schraubenzieher. Ohne mich. Ich gehe jetzt zum Volleyball. Ja, dann geh mal. Da finde ich eine ganz prima Idee, Ben. Und dann haben wir nämlich unsere Ruhe. Hör mal, ihr Frauen, ne? Ihr seid überhaupt nicht praktisch. Aber der Kasten hier, ne? Damit mache ich mir das Wetter. Ach, Ben, und dann mach mir bitte heute Abend einen praktischen kleinen Schauer. Da muss ich nämlich die Blumen nicht mehr gießen. Naja, 67% Luftfeuchtigkeit und fallender Luftdruck. Wird heute Abend noch was geben. Schön. Ich bin ja so aufgeregt. Was ist denn? Nein, nein, frag mich. Das ist eine Überraschung. Aha. Und du auch nicht, Benno, okay? Ihr werdet vielleicht staunen. Aber fragt mich jetzt ja nicht weiter, sonst erzähle ich alles schon vorher. Ach, bin ich aufgeregt, wo Lothar nur bleibt. Der genießt zu Hause noch ein bisschen seine Ruhe. Ah, da ist er ja. Lothar! Puppchen! Ja? Oh. Jetzt rate doch mal, was da drin ist. Ein Schminkköfferchen von dir, wa? Lothar, komm mal rüber. Ich hab hier ein neues Teil im Garten. Eine Wetterstation mit allem drum und dran. Komm, jetzt helf mal lieber mit anpacken. Auch das geht doch ganz schnell. Komm, lass mal sein, das ist Männersache. Oh, seid doch vorsichtig. Wieso? Ist da deine Mama drin? Oh. Da steckt meine neue Leidenschaft drin. Oh Gott, was ist das? Bleibarren sammeln? Oh Gott, was ist denn da drin? Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, wie schön groß. Nicht, sonst ist doch die Überraschung kaputt. Hier ist was ganz anderes kaputt. Seid ihr soweit? Oh, ich bin ja so gespannt, wie es euch gefällt. Ja, ich kann es auch kaum erwarten. Achtung! Oh, und... Was ist das? Das ist The Movement. Ja. The Movements ist Englisch und heißt... Bewegungen. Aha. Für mich heißt das hier der Schrotthaufen. Ist sie nicht wunderschön? Die habe ich ersteigert. Auf dem Schrottplatz? Nein. Auf dem Wohltätigkeitsbasar bei uns zu Hause zugunsten eines neuen Kinderspielplatzes. Ist es nicht toll, wenn man was Gutes tun kann und dafür mit einem so wunderschönen Kunstwerk belohnt wird? Gefällt sie dir nicht? Ach doch, doch. Das ist sehr interessant. Ja, Wahnsinn! Das ist vom 67er Modell Opel Admiral. Den kriegst du heute gar nicht mehr zu kaufen. Ist das wahr? Oh, Uschi, sie wird immer wertvoller. Ja, aber da müsste sie erst mal durch die Waschstraße. Das gibt es doch nicht. Ey, eine 1A-Nockenwelle und eine 2-Liter-Maschine. Ja. Ist die auch antik? Der Schrotthaufen hier, ja, der war in seinem ersten Leben ein 1A-Auto. Das ist kein Schrotthaufen, das ist eine Skulptur von Rosemarie Teckel. Was, von einer Frau? Naja, das hätte ich mir denken können. Da wollte sie wahrscheinlich erst mal ein Regal rausbauen. Ne? Das ist dann misslungen. Da hat sie den Murks ja als Kunst ausgegeben. Also bitte, wenn ich auch mal was dazu sagen darf, ja? Rosemarie Teckel ist eine sehr bedeutende und weltberühmte Künstlerin. Die ist sogar schon tot. Wie ist sie denn gestorben? Hat die sich beim Schweißen selber in die Luft gesprengt? Benno! So was schweißen bei uns die Karosseriebauer zusammen, wenn sie völlig besoffen sind. Ja, und deshalb haben wir auch so viele weltberühmte Karosseriebauer in den Museen. Ich kann dir nur eins sagen, ja? Das ist ein super Trick, deinen Schrott loszuwerden. Du suchst dir ganz einfach so einen Kunstliebhaber und stellst ihm den ganzen Schrott in seinen Vorgarten und sagst, das ist Kunst. Du hast eben keine Ahnung von Kunst.
Weißt du überhaupt, was Kunst ist? Kunst ist, ne, wenn du gegen den Wind pinkelst und dabei nicht nass wirst. Das ist Kunst. Hä? Alles klar? Also, wenn es nur einen halben Grad kälter oder wärmer ist, ja, dann merkt man es sofort. Wie das denn? Ja, weil es dann bei mir piept. Bei dir piept? Nicht bei mir, im Wagen. Das ist nämlich Technik vom Allerfeinsten. Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit, das wird hier alles drin digital gemessen. Aber jetzt kommt das Beste, externe Anzeige. Die ganzen Werte, die werden in den Wohnwagen übertragen. Was sagst du jetzt? Wie hoch ist denn im Moment die Luftfeuchtigkeit? Luftfeuchtigkeit? 44%. Ziemlich trocken, was? Da kannst du mal sehen, wie nützlich so ein Ding ist. Darauf trinken wir uns erstmal ein. Hallo, Lola? Voll. Hier, komm. Und zisch. Und klack. Und weg. Hey, das ist ja irre. Was ist das denn? Erst mal sagen, wie es dir gefällt. Ich find's geil. Jo, sie find's geil. Hättest du gar nicht nachfragen müssen, ne? Ihr Jugendheim findet die auch geil. Steht nämlich auf dem Schrottplatz. Boah, Papa, ist doch klasse. Bleibt das eigentlich da stehen? Ja, um Gottes Willen. Die wollen sich das sogar ins Wohnzimmer stellen. Naja, unsere Wohnung ist nicht gerade die größte. Andererseits... Also ich find's doof, wenn Kunst in Wohnungen verkommt. Ich meine, sollen doch alle was von haben, oder? Mhm. Sagt Tobi übrigens auch. Oh, was dein ungewaschener Tobi uns darüber sagt, das geht uns so, naja, vorbei. Wenn's nach Tobi ginge... Dann müssten wir sogar unseren Wohnwagen bemalen. So, besser wäre es noch, ihn von Christo einpacken zu lassen, stimmt's? Dann sieht man ihn wenigstens nicht mehr. 2-1 für deine Tochter. Noch so eine Bemerkung und sie kriegt die rote Karte. So, jetzt sag doch mal an, was wird denn jetzt aus dem Ding da? Bleibt die jetzt da stehen oder was? Ja, aber warum denn nicht? Tanja gefällt sie doch auch. Tanja gefällt auch Musik, wo du einen Hörsturz von bekommst. Na, sag doch mal. Ist das dein Ernst? Ja. Ja, entschuldige mal. Mich stört das nicht weiter. Eine Betonmischmaschine, die stört mich auch nicht weiter. Trotzdem würde ich sie hier nicht auf meinen Platz stellen. Aber wenn es Stefanie doch so eine Freude macht. Also, wenn Uschi mir mit so einem Kokolores hier ankäme, war aber Kasala hier in der Bude, du. Aber was ist denn daran so schlimm? Ja, hast du zum Beispiel mal an meinen Ausblick gedacht? Welchen Ausblick? Na, mein Ausblick eben. Du meinst jetzt deinen Ausblick auf meinen Wohnwagen? Ja, genau. Das ist doch jetzt völlig im Eimer. Wahnsinn. Wusstest du, dass wir auf jedem Quadratzentimeter unserer Haut über 250 Sinneszellen haben? Temperaturpunkte, Schmerzpunkte. Das heißt, bei 2 Quadratmeter Haut, da macht das 5 Millionen Sinneszellen. Ja, ja. Im Moment, da stehen meine Sinneszellen alle auf Alarm, wenn ich darüber gucke. Guck mal, Kachelmann, jetzt putzt Stefanie das Ding sogar. Und alles nur wegen dir. Ja. Als nächstes häkelt die da noch einen Schonbezug für. Na und, das soll dir doch völlig egal sein. Genau, ist es auch. Ich nehme das gar nicht wahr. Also eben hat Papa noch gesagt, ihm täten seine Schmerzpunkte weh. Wenn sich Lothar und Stefanie mit dem Ding noch unbedingt lächerlich machen wollen, bitteschön, nur zu. Ich guck da gar nicht hin. Das ist Luft für mich, ja? Lass mich doch davon nicht stören. Was ist das denn? Das ist The Movements. Ja, es handelt sich hier um ein kinetisches Objekt. Ja. Oh. Und wieso ist das ausgerechnet bei euch gelandet? Naja, eigentlich hatte ich es ja für das Esszimmer ersteigert, aber es hat dann leider nicht durch den Flur gepasst. Das kommt davon, wenn man noch nicht mal einen Zollstock aufklappen kann. Ist sie nicht wunderschön? Naja, das muss man ja mögen. Aber für den, der es mag, ist es das Höchste. Blöd, Mann. Und es ist auch mal was anderes als immer diese Gartenzwerge. Was, ne, hast du denn gegen Gartenzwerge? Ja, oh. Also ich finde, meine Skulptur ist einfach... Künstlerischer. Ich finde sie künstlerischer als Gartenzwerge. Genau. Hallo, ihr drei. Ist irre, ne? Dass da nicht schon einer früher draufgekommen ist. Ja, das hat der Benno eben auch schon gesagt. Mal rück mal. Von da drüben, da habe ich nämlich immer deinen Wohnwagen mit drauf. Und der ist im Hintergrund so hässlich. Hä? Hässlich? Also was heißt hässlich, aber irgendwie so... Unkünstlerisch? Genau. So. Jetzt alle mal zusammenrücken. Noch mehr. Gut so. Ja. Und jetzt
Lächeln! Was ist das denn? Marvin. Ja! Das ist ein Ding, ne? Finger weg. Das ist meine Wetterstation. Selbst gemacht. Und jetzt aufgepasst. Ta-ta-ta-ta! Sieht komisch aus. Wieso denn komisch? Ja, irgendwie so selbst gebastelt. Ja, hab ich doch gesagt. Und wozu ist die Wäscheleine da? Das ist keine Wäscheleine. Da werden die Messwerte in den Wohnwagen übertragen, ja? Da habe ich extra eine Anzeige neben meinem Bett. Wäre aber mit Funk praktischer. Ja, vielleicht. Aber Kabel ist genauer. Aber das Dollste ist... Ob sowas auch bei uns reinpasst? Also, das Dollste nämlich... Wenn es ein bisschen kleiner wäre vielleicht. Also, wollt ihr euch das jetzt mal anschauen oder da auf diesen Schrotthaufen glotzen? Das ist doch kein Schrott. Nee, was ist das denn? Benno, davon verstehst du nichts. Ach. Das da... Das ist Kultur. Och, Kultur. Soll ich dir mal sagen, was... Sag mal, wie viel Grad ist es denn im Moment? Davon sollten wir auch ein Foto machen. Ich hol den Apparat, ha? Ja, mach. Kann ich euch ganz genau sagen. Wir haben jetzt... was? 72 Grad? Kein Wunder, dass ich so einen Durst hab. Gib es doch nicht. Fahrenheit, das sind bestimmt Fahrenheit. Also Fahrenheit, ich kann doch wohl ein F vom C unterscheiden, oder hier? Sag mal, wenn es so warm ist, ja. Wer ist da mit einem Bier? Ja, das gibt es doch wohl nicht. Was gibt es wohl nicht? Was ist denn hier los? Benno, was machst du denn da? Pass mal auf, Frau Galeristin, ja, wenn dein Schrotthaufen hier meine Messungen durcheinander bringt, ja, dann... Geh dann mal. Lothar! Ey, bei dir piept schon wieder, du Wetterfrosch, was? Reiz mich nicht, Lothar, reiz mich nicht! Benno wollte die Skulptur kaputt machen. Das Ding hier, ja, das blinkt wie eine Großraumdisco. Du hast selbst gesagt, ich soll's mal sauber machen. Dass du hier Laserwaffeln einbaust, davon habe ich nichts gesagt, ja? Das Ding stört meine wissenschaftlichen Beobachtungen. Ach, was denn für wissenschaftliche Beobachtungen? Naja, wissenschaftliche Beobachtungen eben. Ozonloch, Treibhauseffekt, ist auch egal, ja? Das Ding muss hier weg. Lothar, sag was. Blass dich nicht so auf, du Spießer. Genau. So, jetzt passt mal auf, ihr beiden Schrotthändler. Ich war bislang ganz ruhig, ja? Aber wenn das Ding mich noch mal in kleinster Weise stört, dann... Was denn? Was willst du denn da machen? Dann hol ich meine Flex und dann rasta la vista. Was ist das? Was? Hörst du das? Was denn? Psst. Hör doch mal. Benno, ich höre nix. Doch, da. Da war's schon wieder. Oh, dieser dusselige Schrotthaufen quietscht. Benno, da quietscht nix. Ja, sicher quietscht der. Ach, so wie damals, als du nachts gehört hast, wie die Maulwürfe in der Erde graben. Die hätten einen wenigstens fragen können. Ach, mit schriftlichem Auftrag und 3 Durchschlägen oder hätte es mündlich auch gereicht, mein König? Da, schon wieder. Wenn du da jetzt rausgehst und was anstellst, dann gibt's richtig Ärger. Ich will doch nur schlafen. Ausgezeichnet, ich auch. Hörst du? Nein, Benno, du gehst da jetzt nicht raus. Leg dich doch einfach ins Bett und schlaf. Willst du ein Ei? Dann kannst du Papas Ei haben. Mhm. Danke. Morgen. Morgen. Ja, also ich wollte sagen, wegen gestern Abend. Morgen. Also Lothar ist da wohl ein wenig, naja, wie soll ich sagen? Bist aber auch manchmal schwierig. Und wegen dem Spiegel. Ist okay, hat Lothar gesagt. Ja, also ich würde sagen, es ist alles wieder okay. Hä? Euer Kunstwerk quietscht. Wir sind eigentlich gerade dabei, uns zu entschuldigen. Davon habe ich leider nichts gehört. Ich wohne nämlich neben einem Kunstwerk. Andere Leute wären froh und glücklich.
Guck doch mal, wie schön sie sich bewegt. Ja, schöner wär's, wenn sie sich von hier wegbewegen würde. Benno. Hör mal zu, wir beschweren uns ja auch nicht dauernd, wenn du hier irgendwelche Sachen machst. Was denn, irgendwas? Na, irgendwas eben. Mir ist das jetzt auch egal, ob es dir gefällt oder nicht. Du wirst dich dran gewöhnen müssen. Ich mache hier nämlich demnächst eine kleine Galerie auf. Hier am Campingplatz? Jawohl, Kunst im Garten. Und da kann dein ungehobelter Mann noch was lernen. Stefanie hat nämlich ihre wahre Berufung gefunden. War das nicht letzte Woche ein Nagelstudio? Letzte Woche wusste ich ja auch noch nicht, wie aufregend Kunst ist. Ja, und das ist eine echte Marktlücke. Ja, und die Schlömanns fanden die Idee auch ganz toll. Naja, Schlömanns fanden Berti Vogts auch ganz toll. Also, wenn ihr hier was aufstellen wollt, dann müsst ihr mich fragen und nicht die Schlömanns, alles klar? Benno, hey, das könnte ein echtes Geschäft werden. Und hat das Ding hier die Gegend verschandelt, das ist dir wohl egal, ne? Verschandeln? Das ist Kunst. Na, dann bin ich Leonardo da Vinci, ja? So ein paar Schrottteile zusammendengeln und das ganze Kunst nennen. Das kann ich auch. So einfach, wie du denkst, ist das nicht. Rosemarie Teckel hat Monate für die Movements gebraucht. Dafür? Mhm. Aber das hau ich dir in einer Stunde zusammen. Mit verbundenen Augen. Klar, wenn denn was begabt ist, dann im Zusammenhauen. So. Das wollen wir doch mal sehen, wer hier begabt ist. Die Kunst hier. Das ist cool, Papa. Aber sag mal, wie heißt das denn jetzt eigentlich? Oh, Kunst. Kunst, hä? Nein. Sieht ein bisschen ordentlich aus, hä? Hä? Könnte nur was dran, oder? Hey, da kommen wir gleich. Moment. Ist schon besser, hä? Ja, und wenn er jetzt noch so ein paar Mal kräftig davor tritt, dann kommt er auch ins Museum. Ja, wäre nicht schlecht. Ja. Aber irgendwas fehlt da noch dran. Hm? Na, vielleicht hat ja irgendjemand auf dem Platz noch ein bisschen Schrott oder Sperrmüll für dich. Ich meine. Tanja! Tanja, du bist ein Schatz! Bis nachher! Herr Evermann, ich habe mein Wörtchen mit Ihnen zu wechseln. Keine Zeit, Brötter, keine Zeit. Einige Gäste haben sich über den Krach beschwert. Was denn für ein Krach? Diesmal ist es Hämmern, Blechscheppern und Bohrgeräusche. Herr Evermann, wenn Sie Ihr Auto reparieren müssen... Moment mal, ja? Ich habe mein Auto nicht repariert, Brötter. Ach ja? Und wo kam der Krach dann sonst her? Da haben Sie ja sowieso keine Ahnung von. Das hat was mit Kunst zu tun. Was wissen Sie denn von Kunst? Also, ich weiß nur, dass sie groß sein muss... Rostig muss sie sein, quietschen muss sie und man stellt sie sich im Vorgarten auf. So. Da muss ich erst mal sehen, ob das mit der Platzordnung passt. Wo kämen wir denn dahin, wenn jeder hier einfach aufstellen würde, was ihm gerade einfällt? Das fällt Ihnen aber ziemlich spät ein, Brötter. Wenn Fuchsens sich so ein Ding in den Vorgarten stellen dürfen, dann kann ich das auch. Lassen Sie mich mal durch. Moment mal, Herr Evermann. Das ist hier... So. Ja, was ist das denn? Wo? Na, wie wo? Da, da hat doch eben noch gestanden. Jetzt ist ja jedenfalls nichts. Ich sehe nur das Ding da. Und das ist nicht besonders schön, wenn Sie mich fragen. Sie fragt aber keiner, Brötter. Na, das werden wir ja mal sehen. Ja, das können wir auch sehen. Hey, 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 sag mal. Hallo, wo ist denn euer Ding hier? Das ist kein Ding, die Movements sind weg. Wie weg?
Ja, ich habe sie eben verkauft. Ja, an Hotte Schlömann. Hotte Schlömann hat das Ding gekauft? Der hat sie doch nicht mehr alle. Ist mir nicht leicht gefallen, mich davon zu trennen. Na ja, aber Hotte Schlömann hat einen anständigen Preis dafür bezahlt. Und als Galeristin muss man ja auch irgendwann mal Abschied nehmen können von seinen Werken. Wie wär's denn, wenn du auch mal Abschied nimmst da von deinem Werk? Bist du noch gar nicht fertig. Ich sag dir, du bist fertig. Das Zeug kommt da weg. Das wird erst fertig gemacht, sag ich dir. Ja, vielleicht kauft das ja einer. Bestimmt, Benno. Ja? Ja, wirklich. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich wundere mich sowieso, dass du nicht noch das Vorzelt da abgerissen hast. Sehr komisch. Mich erinnert das ein bisschen an primitive Kunst. Hm? Was? Ja, ehrlich. Früher haben die Leute Gegenstände ihres Alltags in den Kunstwerken verewigt. So wie Totempfähle zum Beispiel. Mhm. Moment, du willst doch jetzt wohl nicht, dass Benno um diesen Auspuff herumtanzt und wilde Laute von sich gibt. Also ich spüre jedenfalls ganz genau, Benno, was du mit deinem Werk ausdrücken wolltest. Ja, da müsste Benno jetzt ganz laut um Hilfe schreien. Du bist zu beneiden, Uschi. Dein Mann ist ein Künstler. Was bin ich? Ja, ein Künstler. Das meinst du doch nie ernst, oder? Doch, es ist sehr ursprünglich, sehr direkt, stark in der Aussage. Weißt du schon, wie du es nennst? Ab auf die Müllkippe. Hm? Komm, hilf mir mal. Oh Gott. Was ist los? Regnet's wieder auf deine Station? Nee, aber ich hab Muskelkater. Oh, von dem bisschen aufräumen gestern? Also 13 Fuhren Schrott wegbringen ist wohl ein bisschen mehr als so ein bisschen aufräumen, oder? Ja. Ich muss auch sagen, ich fand's ziemlich erstaunlich, was da so alles in deinem Schuppen rumlag. Morgen zusammen. Morgen. Hey, morgen. Ja. Wollte mich noch mal bedanken bei euch. Das ist schön, wenn sie dir gefällt. Ja. Nach einer Nockenwelle vom Admiral habe ich schon lange gesucht. War gar nicht so einfach, das Ding rauszukriegen. Du hast was? Aber dann ging's doch. Zweimal mit der Flex und das Ding war draußen. So, braucht ihr den restlichen Schrott noch oder soll ich ihn einfach wegschmeißen? Tja, da bin ich ja froh, dass ich was Nützliches auf meinem Platz stehen habe. Klar, dass so ein Mann wie du immer wissen muss, wie hoch der Luftdruck ist, damit er nicht aus Versehen platzt. Ja. Wie viel Grad haben wir denn? Ja, ich guck mal. Also ich find's ja mollig warm. Ich find's nicht zu warm und nicht zu kalt. Also ich find's mild. Das ist meine Lieblingstemperatur. Und, Benno, was sagt die Wetterstation? Ja, die sagt... Ja, ich weiß nicht, die sagt momentan gar nichts. Ach, endlich, mein Dicker. Dann sag ich dir meine Wettervorhersage. Richtig mollig warm, so ein leichter, zarter Wind, ganz entspannt und heiter und glücklich und zufrieden. Ach ja.